Ich treffe mich gleich auf einen lustigen Ratsch mit unserer Nummer 1. Und dabei darf ich ihm eure im Voraus eingereichten Fragen stellen. Und obendrein gibt's noch ein spannendes Duell unter Brüdern. Blue Box, präsentiert von Die Bayerische. Servus Marco. Servus. Wie gefällt's dir hier in unserem wunderschönen Wohnzimmer? Schaut super aus, hat sich die Bayerische nicht lumpen lassen hier. Feine Dinge hergestellt und ja, ich fühle mich wohl. Sehr gut. Vor dir steht eine Blue Box und ich würde dich bitten, dass du da mal reinschaust. Wir haben eine kleine Aufgabe vorbereitet und es soll nicht die letzte Blue Box für heute gewesen sein. Da ist was drin. Das ist ein Gastgeschenk. Genau. Also ich glaube, mitnehmen darfst du es nicht, aber ich glaube, wir drücken mal drauf und müssten das jetzt noch entsperren. Jetzt bin ich mal ganz verrückt. Es gab nur eine richtige Lösung. Da siehst du jede Menge Fragen von unseren Fans. Was war dein größter Moment bei 1860? Ja, also es ist immer noch ganz klar der Aufstieg, also in die dritte Liga damals gegen Saarbrücken oder das Derby damals. Aber ich denke, der größte Moment ist immer noch der Aufstieg in die dritte Liga. Wie lange hast du bei Grömzell gespielt? Zu 1860, dann war ich 11 und mit 6 habe ich angefangen. Also jetzt 5 Jahre. Ich habe angefangen mit Judo, habe dann bin zu Grömzell zum Fußball gegangen und dann zu 60. Warst du schon immer im Tor oder warst du am Anfang mal Nee, ich muss ehrlich sagen, ich war im Feld, Libero damals noch. Und dann hatten wir keinen Torwart und dann musste ich rein und ich hatte eigentlich gar keine Lust, weil ich eigentlich mit anderen allen laufen wollte, mich austoben wollte. Aber ich habe mich dann arrangiert mit der Position. Wann fliegst du wieder nach Malle? Das ist so. Tust dich auch gerne, aber ich hoffe nächstes Jahr. Also ja, wir sind eigentlich, ich denke, wie jede Fußballmannschaft am Ende der Saison für ein paar Tage auf Malle und ja, lassen die Saison ausklingen. Alles klar. Ja, genau. Ganz schön umschrieben. Oh, hier auch interessant. Bleibst du ewig ein Löwe? Ja, also ich denke, ich spiele sehr gerne hier und wenn ich die Möglichkeit habe, würde ja noch sehr gerne sehr lange hier bleiben. Zeigt ja auch schon deine Verbundenheit, bist ja auch schon sehr lange hier. Ich habe gestern gelesen, du hast alle Jugendmannschaften hier durchlaufen, glaube ich. Genau, also zur U12 bin ich gekommen, U11 habe ich Probetraining gemacht und dann seit U12, U13 Amateure bis zur ersten Mannschaft alles durch. Schon mal ein Gegentor-Marke Kacktor des Monats kassiert. tatsächlich, das war gegen Würzburg. Das war sogar, es gibt auch diese Kategorie Kacktor des Jahres, da war ich dann auch vertreten. Das war so ein Schuss von 30 Metern zentral, den ich fangen wollte, der mir runtergefallen ist und dann durch die Beine, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, ich weiß es noch, aber sehr unangenehm in dem Moment, aber im Nachhinein kann man drüber lachen. Ich war mit Sicherheit im Stadion, aber ich verdränge solche Sachen immer. Und man muss ja auch sagen, 10 Mann können immer ganz viele Fehler machen. Ja. Wenn der 11. Mann oder die Nummer 1 hinten eben einen Fehler macht, schaut es halt immer unglaublich blöd aus. Ja, das stimmt leider. So, nächste Blue Box. Wow. Marco, eine Magic. Nummer kleiner. Schau mal gern rein. Ein Hiller kommt selten allein. Ich denke, das ist mal jetzt eine Anspielung auf meinen Bruder. Ja. Wie ist das, wenn man zusammen beim selben Arbeitgeber ist? Ja, doch. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man mit meinem Bruder zusammenarbeitet. Wie ist es bei dir zu Hause? Sind die Eltern auch blau? Ja klar, also meine Mutter, die weiß wahrscheinlich immer mehr über 60 wie ich selber, weil die liest alles, die kriegt alles mit. Die Großeltern waren immer schon 60-Fans, also die mussten wir nicht dazu bringen. Und genau, dann gibt es ja noch einen kleinen Bruder, der ist natürlich auch dadurch durch und durch Löwe, wenn beide Brüder da arbeiten, also dann hat er gar keine Wahl mehr. Und ja, der hat jetzt auch angefangen, bei der 4. zu spielen. Klar sind jetzt keine Ultras, jetzt wie ich jetzt, wenn ich schaue, irgendwie Lexi da in der Familie, das ist auch was anderes. Ja, das Herz ist blau. Das ist doch schön zu hören. Wir drehen mal ganz kurz den Deckel um. It's Challenge Time. Dazu müssen wir uns ganz kurz mal vor unsere wunderschöne 60er-Alm begeben. Wir werden jetzt gleich eine kleine Challenge mit Marco zusammen haben. Bin gespannt, ob er einen Ball hält. Wir kommen denn da? Oh, ja, Mensch, wen haben wir denn da? Die Hiller Reunion. Grüß dich. Ich habe ein bisschen was mit. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so der Bräutigam am Altar. Oh, so ein bisschen aufgeregt, schön, ja. Und freut sich gleichermaßen. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Ist für mich?
Das kriege ich eigentlich aus dem Schlafzimmer. Ja. Ich nehme den Fuß ab. Jo, genau, die setzt du jetzt auf. Okay. Ich werde ein paar Mal auf die schießen. Schau mal, was du hältst. Okay. Willst du einen Probeschuss, Marco? 3, 2, 1. Jetzt flach zwischen die Beine. Okay, der war wirklich nur ganz knapp vorbei. Oh, habe ich gehalten? Nee. Nee, ist dir über den rechten Fuß drüber gesprungen. Also, fangen wir jetzt den Zählen an. Dann haben wir jetzt den ersten Schuss. Aber was, wie man sie halten kann, rechte Ecke. Was, von mir oder von dir? Ja, das musst du entscheiden. Okay, das, der ist gut. Oh, den hat er. Okay, also ich mach den jetzt mittig halb hoch. Okay. Oh, da. Oh. Eins. Ich glaube, der war drüber. Lupfen ist eh fies, deswegen war er an der Latte. Okay. Also jetzt mache ich von dir aus rechts unten. Ja, und das ist der vierte Schuss. Drei, zwei, eins. Oh, das ist fies. Oh! Und sogar den hält er. Und sogar den hält er. Das ist der Unterschied, weswegen sich vor Jahren unsere Wege einfach getrennt. Also wir haben ja zusammengespielt, aber irgendwann war halt klar, aus dem einen wird was, aus dem anderen. Der eine kann halt kicken, der andere anderes. Nicht. Wird was anderes. Und selbst den hält er. Verreck. 0 zu 5 oder 5 zu 0. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn wir dich schon mal hier haben oder zwei Hillers auf einem Quadratmeter, was ist das Erste, was dir zu deinem Bruder einfällt? Verrückter kleiner Bruder, mit dem man halt aufgewachsen ist. Wir sind ja nur gute 1,5 Jahre auseinander. Von dem her haben wir eigentlich die ganze Jugend und die ganze Kindheit irgendwo zusammen mit verbracht. Und für mich ist Marco halt immer noch Marco. Also für mich ist Marco nie der Torwart, sondern für mich ist halt Marco der Bruder. Du darfst, glaube ich, noch eine kleine Blue Box übergeben. Ja, vielen Dank. Schau doch mal rein. Oh, das war ein geiles Spiel gegen Pippenfried. Ja. 3-0, glaube ich, haben wir das gewonnen, sind Meister geworden. Und wie man sieht, ich habe was zu trinken. Jetzt wissen wir, warum du der Killer-Hiller bist und du der Felix-Hiller bist. In diesem Sinne. Ja, da bleibt nichts mehr zu sagen. Da bleibt nichts mehr zu sagen. Großen Spaß gemacht, wir freuen uns. Wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, die Blue Box von der Bayerischen, da sind wir gespannt, was es wieder für coole Geschichten von unseren Spielern gibt. Wir freuen uns drauf. I'll never surrender.